Ein trauriger Tag nicht nur für die Filmindustrie, sondern auch für diejenigen, die den Künstler lieben. Cornelia Froboess, eine der talentiertesten deutschen Schauspielerinnen, ist nach einem schweren Unfall verstorben. Diese Nachricht stürzte Fans und die deutsche Filmindustrie in ein Meer aus Trauer und Trauer und würdigte einen herausragenden Künstler. Cornelia Froboess, mit vollem Namen Cornelia Froboess Winkler, geboren am 28. Oktober 1943 in Wriesen, Deutschland, ist eine der bekanntesten und vielseitigsten Schauspielerinnen des deutschen Kinos. Cornelia Froboess hat mit ihrer über ein halbes Jahrhundert andauernden Karriere die Geschichte des deutschen Kinos nachhaltig geprägt. Cornelia Froboess ist für ihre Vielseitigkeit und ihr schauspielerisches Talent bekannt. Sie hat an vielen bemerkenswerten Film- und Fernsehprojekten teilgenommen, von romantischen Filmen über Komödien bis hin zu psychologischen Dramen. Ihre Kreativität und ihr Ausdrucksvermögen machten jede Rolle lebendig und beeindruckend. Als prominenteste Rolle von Cornelia Froboess ist der Film »Die endlose Nacht« aus dem Jahr 1963 zu nennen, in dem sie hervorragendes schauspielerisches Talent unter Beweis stellte und zahlreiche Komplimente von Fachpublikum und Publikum erhielt. Darüber hinaus wirkte sie in vielen weiteren erfolgreichen Filmen mit, darunter »Immer die Mädchen« und »Tante Trude aus Buxtehude«. Der Tod von Cornelia Froboess ist ein großer Verlust für die Filmbranche und die deutsche Kunst und Kultur. Ihr Talent und ihre Beiträge haben auf der Leinwand Wunder bewirkt und einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans hinterlassen. Cornelia Froboess ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch eine hervorragende Sängerin und hat im Laufe ihrer Karriere viele erfolgreiche Musikalben veröffentlicht. Ihre melodiöse und emotionale Stimme hat die Herzen vieler Menschen berührt und hörenswerte Musik geschaffen. Die Nachricht vom Tod von Cornelia Froboess löste nicht nur in der Filmszene, sondern auch in den Herzen derer, die sie liebten, Emotionen und Trauer aus. Fans teilten ihre Gedanken und erinnerten sich an Cornelia Froboess durch Beiträge, Kommentare und Fotos der bezaubernden Momente der Künstlerin. Der plötzliche Tod von Cornelia Froboess ist eine Erinnerung daran, jeden Moment zu schätzen und auf ihre Gesundheit zu achten. Manchmal kann das Leben unerwartete Veränderungen mit sich bringen, und es ist äußerst wichtig, auf ihre Gesundheit zu achten. Cornelia Froboess hat ein großes Erbe hinterlassen und ihr Name wird für immer in der Geschichte des deutschen Kinos weiterleben. Feiern und ehren Sie das Talent und den Geist von Cornelia Froboess durch die wertvollen Kunstwerke, die sie hinterlassen hat. Obwohl sie nicht mehr da ist, wird das Erbe von Cornelia Froboess durch ihre Arbeit und ihren Einfluss auf zukünftige Generationen von Künstlern und die Öffentlichkeit weiterleben. Der Todestag von Cornelia Froboess ist auch ein Anlass, an ihre wichtigen Verdienste um die deutsche Film- und Musikindustrie zu erinnern. Sie hat ihre Vielseitigkeit und ihr schauspielerisches Talent in vielen verschiedenen künstlerischen Bereichen unter Beweis gestellt und einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen der Fans hinterlassen. Der Tod von Cornelia Froboess ist eine Erinnerung daran, dass das Leben zu kurz und manchmal unvorhersehbar ist. Sie sollten ihre lieben und kostbaren Momente immer respektieren und wertschätzen. Gleichzeitig ist dies auch eine Gelegenheit, die Bedeutung regelmäßiger ärztlicher Untersuchungen und der Sorge um die persönliche Gesundheit hervorzuheben. Sowohl Deutschland als auch Fans auf der ganzen Welt kommen zusammen, um Cornelia Froboess durch zahlreiche Gedenkveranstaltungen ihre Zuneigung zu zeigen und sie zu ehren. Überall fanden Aufführungen, Versammlungen und Gedenkgottesdienste statt, um Cornelia Froboess zu feiern und ihr Dankbarkeit zu zeigen. Eines der wichtigsten Ereignisse heute ist die Gedenkfeier in Berlin, wo Cornelia Froboess während ihrer gesamten Karriere lebte und arbeitete.
Dieser Gedenkgottesdienst ist eine Gelegenheit für Fans und Kollegen von Cornelia Froboess, diese Künstlerin zu ehren und ihr zu gedenken. Der Tod von Cornelia Froboess ist ein großer Verlust für die deutsche Kunst und künstlerische Kultur. Sie hinterließ ein großes Erbe und universellen Respekt, und ihr Name wird für immer in den Herzen ihrer Fans und in der Geschichte des deutschen Kinos weiterleben. Feiern und ehren wir Cornelia Froboess, indem wir noch einmal auf die herausragende Musik und schauspielerische Arbeit hören, die sie hinterlassen hat. Ihre Kreativität und ihr Talent werden sich über die Zeit fortsetzen und auch die nächste Generation inspirieren. Cornelia Froboess hat ein großes Erbe und eine unersetzliche Lücke hinterlassen. Und cet illustre chanteur, auteur, compositeur, acteur, poète et réalisateur belge, qui a marqué l'existence et le son public dévoué, initialement en Belgique et en France, puis dans le monde entier. Né le 8 avril 1929, Jacques Romain Georges Brel était un chanteur, auteur, compositeur, acteur, poète et metteur en scène belge, qui a composé et interprété des chansons alphabétisées, réfléchies et théâtrales, ayant généré un large public dévoué. Sa vie a été fortement marquée par ses expériences dans la Seconde Guerre mondiale et par l'invasion allemande de la Belgique, pour la lutte pour l'indépendance algérienne à la fin des années 50 et par la radicalisation massive des années 60. Des événements qui ont profondément laissé leurs empreintes dans la vie et l'art de Brel, ainsi que dans celle d'autres chanteurs et artistes contemporains. C'est pourquoi il a souvent fait référence à la guerre dans ses chansons. Il a essayé de comprendre ses origines, de la dénoncer, de s'y opposer. Bien qu'il ait enregistré la plupart de ses chansons en français et parfois en néerlandais, il a exercé une influence sur les auteurs et interprètes anglophones, tels que Scott Walker, David Bowie, Alex Harvey, Mark Almond et Rod McCune. Considéré comme l'un des plus grands interprètes de la chanson française, Jacques Brel était au zénith de sa popularité quand il a décidé d'abandonner la scène lors d'un concert à Laon au début de l'été 1966, après qu'il eut doublé machinalement un couplet et ne pouvait plus accepter de tricher face au public en perdant de sa spontanéité et de son authenticité. Brel était aussi un acteur à succès qui est apparu dans 10 films. Il a réalisé 2 films, dont Le Far West, qui a été nommé pour la Palme d'Or au Festival de Cannes de 1973. Après avoir vendu plus de 25 millions de disques dans le monde entier, Brel est le 3e artiste belge le plus vendu. Brel a épousé Thérèse Mich Michelsen en 1950 et le couple a eu 3 enfants. Il a également eu une liaison amoureuse avec l'actrice et danseuse Madly Bamy de 1972 à sa mort en 1978. Plus de 40 ans après sa mort, il reste une icône musicale mondiale. En hâtant l'arrivée du 41e anniversaire de sa mort, nous vous proposons de revenir sur ses 5 plus belles chansons. En 1959, il sort son 4e album. Cet album est le fruit de nombreuses années d'efforts et de réflexions, et c'est cet album qui l'aidera à se propulser dans le rang des grands chanteurs. Parmi les titres particulièrement remarquables de l'album de 1959, figurent des chansons telles que La Colombe, La Valse à mille temps, Les Flamandes, Seul, et la chanson la plus célèbre de Brel, Ne me quitte pas. Ce dernier chef-d'œuvre artistique a été traduit dans plus de 15 langues et entendu dans le monde entier. Rien qu'aux États-Unis, plus de 270 versions de Ne me quitte pas ont été enregistrées.